Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wieder ein schönes Unboxing von The Return of Swamp Thing. Das grüne Ding aus dem Sumpf. Und da gibt es ja, soweit ich jetzt zumindest mich erinnere, gibt es ja noch einen Originalfilm und das ist, glaube ich, der zweite Teil oder zumindest, ein Sequel irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Und dieser Film ist von dem Regisseur Jim Wynorski. Viele von denen werden ihn wahrscheinlich nicht kennen. Aber der ist jetzt also heutzutage, dreht der eigentlich so gut wie nur noch ein bisschen so B-Movies, Trash-Movies. Man hat früher halt so ein bisschen größere B-Movies gedreht, wie den Film hier zum Beispiel. Und genau. Und da fehlt mir noch mal in der Sammlung. Ich habe mir den geholt zusammen mit Freies Land. Der hat 5 Euro gekostet und der dann 30. Und dann kam ich auf diese Amazon, ich glaube 29 Euro, versandkostenfrei. Und ich wollte mir ursprünglich halt genau den hier holen für 5 Euro. Und dann dachte ich mir, cool, den wolltest du immer haben. Und dann habe ich die einfach zusammen gekauft. Und genau, von NSM. Es ist gerade ein bisschen dunkel hier. Ich mache es mal etwas heller. Und genau, Jim Wynorski, genau, der Film ist 87 Minuten lang auf der Blu-ray, Deutsch und Englisch, HD, MA 2.0 und normales Breitbild. Als Bonusmaterial ist Audiokommentar mit Regisseur Jim Wynorski, sehr cool. Original-Trailer, TV-Spot, Promo-Clip, Promo-Reel, Greenpeace-Spot, okay, Bildgalerien, DVD-Version, 20-seitiges Booklet mit Text von Mike Blankenburg. Alles klar. Ich muss sagen, Jim Wynorski, klar, der macht auch so diese klassischen Tier-Horror-Filme. So ein bisschen wie was, also nicht wie Sharknado, aber so auch mit Haien. Und ich finde, bei ihm ist es so. Wie sieht man Horror? Sieht sehr cool aus, finde ich. Dass er irgendwie trotzdem noch so ein Händchen hat, irgendwie die Filme. Trotzdem noch irgendwann hat das Gefühl, weiß trotzdem, wie man Filme macht. Also es hört sich vielleicht ein bisschen strange an, aber auch wenn es meist dann wieder so trashige Sachen sind, kann er die trotzdem gut inszenieren und irgendwie sind sie dann doch sehr unterhaltsam. Sehr schön, viel Text. Noch schön. Sehr cool. Deshalb muss ich, kann ich euch echt mal ans Herz legen, euch mal mehr mit dem Regisseur zu beschäftigen. Also wenn ihr so ein bisschen auf so Monster, Tierhorror und so weiter steht und, sag ich mal, Filme auch jetzt mit so einem gewissen Zwinkern im Auge anschauen könnt. Genau, die weibliche Hauptdarstellerin. Auch sehr cool. Hier noch ein bisschen wow. Special Effects. Very nice. Ist klar, sehr cool. Wow, das ist ja so ein schönes Cover, finde ich. Sehr, sehr schick. Hier haben wir noch die DVD. Etwas heller. Und wenn man es mal so schaut, quasi ja doch. Ach, das ist ja lustig. Cool. Genau, hier in grün. Genau. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Und werden wir den Film mal reinziehen demnächst. Genau, Auflage 333. Ich habe 172. Genau. Nicht zu verpassen, jetzt demnächst, glaube sogar im April, kommt der neue Film von Jim Wynorski raus. Der heißt Attack of the 50 Feet Cam Girl. ja. Könnte sehr lustig werden. Sehr trashig, aber auch cool vielleicht. Mal schauen. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.